kann man hier nicht leben wollen. Es ist richtig schön. Also die Erfahrung und die dummen Ideen und dann passt das schon. Ja. Es ist schon enger hier als jetzt in der Stadt. Ne? Wir hatten zwar auch Nachbarschaft in Dortmund, aber das ist anders. Hier ist es ist familiärer. Vor ein paar Monaten haben sie ihr Leben noch einmal komplett auf links gedreht. Seitdem sind Guido und Thomas aus Dortmund die neuen Gemeindepfleger von Hooge. Und, das hat es auf der Hallig noch nie gegeben, sie sind auch privat ein Paar. Wir haben das selbst im Vorstellungsgespräch angesprochen, also auch, dass wir da Respekt vorhaben. Und es waren ja einige, es waren 8 Leute im Vor, also die mit denen wir gesprochen haben im Vorstellungsgespräch. Und das war eine einheitliche Aussage. Das durfte kein Problem sein hier. Da sind die Hooger sehr offen und es hat sich echt bestätigt. Es hat sich wirklich bestätigt. Also da ist nicht ein blöder Spruch gekommen. Oder wenn ich jetzt alleine zu Patienten gehe ohne Guido, dann wird direkt gefragt, ja, wo ist der Guido denn? Ihr seid heute frei, ne? Oder umgekehrt auch. Also wir gehören zusammen, das ist hier für alle ganz normal und eigentlich auch keine Diskussion. Was hinterm Rücken erzählt wird, weiß man nicht. In Dortmund haben sie auf Intensivstationen gerätemedizinisch gearbeitet. Auf Hooge messen Guido und Thomas wieder von Hand Blutdruck und Puls. Ja, genau. Das war das. Was hier ist, man kriegt mehr Wertschätzung. Also das ist schon anders als im Krankenhaus. Im Krankenhaus ist man ja nicht nur der Krankenpfleger, da ist man gleich noch der Oberkellner, da ist man die Putzfrau und das ist hier schon anders. Also das muss man schon sagen, man kriegt einfach mehr Wertschätzung. Jeden Morgen drehen sie ihre Runde über die Hallig. Für diesen Job haben sie vieles hinter sich gelassen. Bekannte, Freunde, Wohnung. Hier sind sie Guido und Thomas. Das Du ist Hallig-typisch. Jetzt geht's zu Maren, ihrer Patientin. So, jetzt machen wir das professionell. Du musst nicht aufsetzen, Maren. Nein, du musst nicht aufsetzen. Maren, ich möchte noch einmal deinen Blutdruck messen. Ja, warte mal, warum war das 170? Ja, hast an mich gedacht. Hast bestimmt wieder an mich gedacht. Nein. Deshalb war der so hoch. Ja. 140, 80, wie ein junges Mädchen. Du wirst noch 100, du. Ja, wenn du 100 bist, dann gehen wir zwei nackt baden. Ja, ne? Dann bin ich schuppelig. Ja, ich dann auch. Dann bin ich auch nicht mehr knackig. Ja. Die beiden Gemeindepfleger sind wirklich ganz toll. Vertrauensverhältnis, das man hat, ne? Dass man, auch wenn es mal nicht so schön ist, wenn man etwas hat, was nicht so schön ist, dass man sich traut, das ihnen alles so zu offenbaren und so weiter. Also es ist schon, es sind alle beide sehr vertrauenswürdige Menschen. Jeder von ihnen hat eine Dreiviertelstelle als Gemeindepfleger. Schön, da hat sie sich gefreut. Wenn der eine arbeitet, hat der andere frei. Trotzdem schieben sie oft gemeinsam Dienst. Gerade am Anfang haben wir das auch gemacht, um dann zu zeigen, wir sind jetzt hier auf der Hallig, wir wohnen hier, wir sind immer da. Wenn irgendetwas ist, dann können wir immer gerufen werden, wenn wir nicht sowieso schon da sind. Ja. Und das war halt auch ein Unterschied zu den Vorgängern, die haben dann nicht fest auf der Hallig gelebt. Und dann ist bei Vertretungskräften da schon noch was anderes. Und da wollten wir auch wirklich sagen, wir sind jetzt da und auch immer. Und wenn ein schlimmer Notfall ist, sind auch sogar zwei Leute da. Sehnsuchtsort Hooge. Leben und Arbeiten mitten im Meer. Das wäre doch was, dachten sie sich, Guido und Thomas, vor Monaten. So, das haben wir fertig. Anfang 2019 erfuhren sie bei einem Bildungsurlaub auf Hooge, dass Gemeindepfleger gesucht werden. Das passte alles zusammen. Also wir hatten kein schlechtes Leben, aber wir wollten wirklich schon was gerne eine Veränderung machen. Thomas wollte auch irgendwie mehr Natur um sich rum haben, weil wir in der Stadt gewohnt haben, aus Dortmund sind wir ja. Und dann einen Kontrast zu Dortmund haben wir gesucht, einen Kontrast auch zum Krankenhausjob gesucht, weil der Schichtdienst, der war schon auch anstrengend jetzt,
Ja, mit 50 ist das dann... Du bist ja noch jung. Ich bin auch jung, genau. Wenige Wochen nach ihrer Ankunft auf Hoge kam es gleich ganz dicker. Das erste Landunter ihres Lebens. Als das erste Landunter angesagt war, dann sind wir vorher noch aufs Festland gefahren und haben so viel eingekauft, dass der Wagen wirklich hinten runterhing. Also absolut schwachsinnig gewesen, weil man gar nicht wusste, was kommt auf uns zu. Also das war beim ersten Mal. Wir haben so viel Lebensmittel gehabt, die wir überhaupt nicht in die Schränke unterkriegten und mussten dann wirklich die Taschen auf dem Boden stehen lassen mit irgendwelchen Konserven. Ja, das ist schon anders. Ein paar Häuser weiter, auch auf Hans Warft, im Garten der Familie Junker. Hier sitzen die Freunde oft zusammen. Jetzt sind sie schon fast alte Hallighasen. Vor 5 Jahren waren sie die Neulinge auf Hoge. Hafenmeister Thorsten mit seiner Frau Corinna. Dirk arbeitet im Gemeindebüro. Und Lars ist der Hallig-Kaufmann. Viele, die damals mit ihnen zusammen auf die Hallig kamen, sind nicht mehr auf Hoge. Was wohl aus dem jungen Koch Philipp geworden ist. Ich glaube, mein letzter Stammwer hat irgendwie eine Bar mit einem Freund. Ne? Keine Ahnung, nichts mehr gehört seitdem. Meine ich. Nichts mehr. Nee, ich weiß es auch nicht, aber ich glaube, er ist in Hannover. Ne? Grundsätzlich ist es ja um jedem schade, der geht. Ne, weil man irgendwo, kennt man sich ja auch und dann fehlt das schon. Bei dem einen oder anderen ist es irgendwann vergessen. Man muss ja ehrlich sagen, wir haben viel Kontakt, aber zu den anderen, das war dann auch in der Freizeit dann eher sporadisch. Ab und zu schauen sie gemeinsam die Nordstory über ihre Ankunft vor 5 Jahren. Das waren aufregende Zeiten damals bei ihrer gefühlten Einwanderung. Ich muss es ausprobieren, damit ich weiß, ob es klappt oder eben nicht. Kaum zu glauben, was sie auf der Hallig in 5 Jahren so alles gelernt haben, was sich entwickelt hat, auch zwischen ihnen. Es fühlt sich schon an wie Familie, nicht mehr wie Freundschaft. Wir sind ja sowieso, also ich sag mal, in der Freizeit sind wir sowieso fast immer zusammen. Also das würde ich sagen, ist eine Freundschaft. Ja, es ist enger und vertrauter geworden, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Also damals habe ich, glaube ich, gesagt, ich glaube, es gibt noch einen Unterschied zwischen Nachbarschaft und Freundschaft und das ist schon eher eine Freundschaft. Und heute ist es aber wirklich eine richtig gute Freundschaft, eng vertraut. Man kann kommen zum Reden. Ja. Ist immer jemand da. Ist immer jemand da, ja. Wir zoffen uns auch mal. Oh ja. Ja, aber nicht zu knapp. Das gehört aber auch dazu. Ja. Ich glätte dann wieder die Wogen. Naja, nicht immer, ne? Aber meistens. Kaufmann Lars führt jetzt einen neuen, riesigen Laden. Ein imposanter Neubau auf Hans Warft. Der größte Hallig-Supermarkt im gesamten Wattenmeer. Hafenmeister Thorsten ist seit ein paar Wochen Seehundjäger. Er kümmert sich um gestrandete Heuler. Diese Ehre wurde vor ihm noch keinem Neuling auf einer Hallig zuteil. Dirk hat vom Archäologischen Landesamt die seltene Erlaubnis, als Sondengänger im Watt nach Resten der Hallig-Geschichte zu suchen. Sie sind angekommen, auf Hoge. Wir haben ja alle zugenommen. Und, nein, ich nicht. Ich behaupte aber auch mal, da ticken wir aber auch alle gleich. Wir essen dafür ist alle dann so. Wir essen sehr gerne und wir trinken auch mal einen Wein und ein Bier. Und ich meine, das fällt ja nicht nur uns auf, das fällt ja auch den anderen Halligbewohnern auf. Man kriegt ja hin und wieder auch mal einen Spruch. Ich würde einfach mal sagen, das ist auch ein Zeichen dafür, uns geht es gut. Ne? Ja, man fühlt sich wohl. Ich glaube, sonst würde man das auch nicht machen. Nee. Auf Schulwarft weht seit fast einem Jahr ein ziemlich frischer Wind. Es wird das neueste Projekt, dieses wunderschöne Plastikhaus. Hoffentlich stabil genug wird unsere Tauschbücherei. Die neue Hallig-Lehrerin Manuela sprüht vor Ideen. Die Touristen sind eingeladen, hier in die Bücherei zu gehen und sich was anzugucken, nur nicht den Schulalltag zu stören. Also bitte nicht ins Schulgebäude, nicht in den Klassenraum, das haben wir schon gehabt. Es stand ein Pärchen, ein älteres Pärchen kam rein. Schau mal, hier ist die Schule und ach, und da machen sie gerade Handarbeit und hier lernen sie gerade. Ach, das ist ja spannend. Können wir Fotos machen? Nein, leider nicht. Bevor sich Manuela von Niedersachsen aus auf diese Stelle bewarb,
war sie noch nie auf einer Hallig. Du kommst aus der Tür und bist sofort runtergezogen. Nicht negativ, sondern entschleunigt, sagt man ja immer. Ne? Sofort auf, ich lasse meinen Blick schleifen und alles ist ruhig, also in mir. Ne? Das ist dieses Gedankenkarussell ist hier nicht vorhanden. Das hatte ich mir gewünscht und genauso ist es dann auch gekommen. Das war gut. Jahrelang kamen und gingen die Lehrer. Zu der Zeit gab es kaum regelmäßigen Unterricht auf Hooge. Normalerweise sitzen hier 13 Schüler in einer Klasse, die Jahrgänge 1 bis 9. Heute kommen die Kinder wegen Corona in kleinen Gruppen. Hallig-Schule, eine ganz besondere Herausforderung. Da muss man sich halt reinarbeiten, ne? Dass man halt, ich habe jetzt hier Fächer, die ich noch gar nicht gut kann. Das sind so die Naturwissenschaft- und Weltkunde-Fächer, die sind für mich völlig neu. Auch Englisch in Sek 1 ist für mich auch völlig neu. Was aber die größte Herausforderung war, waren die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder. Klasse 1, wisst ihr noch am Anfang, die hoppelten hier rum und wollten sich bewegen. Und Klasse 8, 9 hatte eigentlich so, oh, können wir jetzt mal länger arbeiten. Und diese Zeitspannen irgendwie unter einen Hut zu kriegen, fand ich sehr schwer. Jahrgang 7 bis 9 hat Schulschluss. Die vierte Klasse, in die auch Manuelas Tochter Ella geht, hat schon länger frei. Die Trennung von ihrem Mann vor ein paar Jahren war nicht der Grund für den Neubeginn. Ihre alte Schule bei Oldenburg wurde geschlossen. Nun möchte sie hier auf ihrer Schulwarft etwas bewegen. Ja, ich will, dass es wieder eine Klassengemeinschaft wird. Dass man miteinander umgehen lernt in einem guten Zusammenspiel. Das ist ein großes Ziel. Auf sozialer Ebene und natürlich viele, viele Lücken, die entstanden sind in fachlicher Richtung, die aufgefüllt werden müssen. Ne? Dort leben und arbeiten, wo andere Urlaub machen. Ich möchte Krabben holen können, Boot fahren können. Ich möchte einen Motorbootführerschein machen und außerdem die anderen Halligen mal kennenlernen hier rundherum. Auch die Inseln, Amrum soll so toll sein, Föhr, da war ich überall noch nicht. Und auch einmal eine Wattwanderung richtig mitmachen, hier nach Japsand rüber. Und das sind so Dinge, die ich jetzt in diesem Jahr, in den nächsten Jahren mir zum Ziel setze. Ockenswarft, im Osten der Hallig. Das neue Zuhause der beiden Gemeindepfleger. Männchenbalzen gedämpft, Girigira, Weibchen rufen Prapra. Hier betreiben Guido und Thomas in ihrer Freizeit oder während der Bereitschaft Halligkunde. In der Großstadt kann man nicht so viel Vögel beobachten. Da gibt es halt eine Maite und dann ist es schon gut. Ein Spatz und ein Sperling, so, aber das war's dann. Guido hat sich dann hier dieses Vogelbuch geholt und das hat er auch schon viel genutzt. Und ich habe mir jetzt vor kurzem halt hier dieses Pflanzenbuch gekauft. Ja, mit weil blühenden ich dann, mit blühenden Pflanzen, weil ich das einfach total schön finde. Ja. Beruflich und privat. Jeden Tag eng zusammen. Auch das war in Dortmund anders. Das knallt öfters, er nervt mich öfters, ist einfach so. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, ich kriege keine Luft mehr. Und dann muss ich hier raus in den Garten. Und wenn ich dann Pech habe, komm dann nachgelaufen und textet mich dann weiter zu. Ja, ich erzähle in einer Tour. Ohne Punkt und Komma. Den ganzen Tag. Der hat die Augen auf und der redet los. Ja, und wenn ich dann nicht erzähle, dann singe ich. Genau. Sag mal, weil ich da Unkraut gejätet habe in der Zeit. Beide reden sie immer noch viel über ihre Ankunft vor ein paar Monaten. Es gab keine Schlüsselübergabe, es gab keine Wohnungsbesichtigung. Nichts. Sondern es war alles leer und man konnte dann einziehen. Ersten Moment beim ersten waren wir so Mal war das schon komisch, nicht zu wissen, wo man wohnt, wo man den Schlüssel herbekommt. Aber das ist ja auf der Hallig anders. Es ist nichts abgeschlossen, dann braucht man auch keinen Schlüssel. Genau. Und es gibt halt keine Klingel, weil man sich auch kennt. Genau. Im Westen der Hallig. Ein Fall für den alten und den neuen Seehundjäger. Ein toter Heuler ist angespült worden. Er hat festgestellt, wenn der irgendwo an der Kante hier ankommt und du holst ihn nicht oder hast das vergessen oder was, dann ist er am anderen Tag da oder da und er kommt, als ob Hooge den aufnimmt, ansaugt. 30 Jahre hat Werner Boyens sich allein um die Heuler gekümmert. Ich habe einen würdigen Nachfolger, der das mit auch gerne macht, habe ich wenigstens das Gefühl. Und ich bin froh, dass wir das beide jetzt machen können.
und das freut einen auch, dass ja eigentlich ja so ein alter Halligsack, sag ich jetzt mal, dann auch sagt, Mensch, komm, in dir sehe ich jemanden, der da Spaß dran hat und würde mich freuen, wenn du das auch weitermachst. Und das macht schon ein bisschen stolz, ja. Für das Ehrenamt hat Thorsten extra einen Jagdschein gemacht. Seehundjäger sind Naturschützer. Für dieses Jungtier kommt jede Hilfe zu spät. Das ist eine Frühgeburt. Der hat noch sein Lugano. Also sein Babyfell, ne? Ja, Babyfell. Ist einfacher. Babyfell hat er, also ist eine Frühgeburt. Das ist ja schön, wenn man Nachfolger hat, ne? Dann braucht man persönlich nicht anfassen. Werner kann sich gut erinnern an die Zeiten, als die Seehundjäger noch echte Jäger waren. Ja, so ist der Tourismus hier angefangen, ne? Denn mein Urgroßvater, die waren auf Ockenswerft, hatten da eine Gastwirtschaft und wollten natürlich auch, ja, die hatten 2-3 Zimmer. Damals war das eine Ehre, einen Seehund zu schießen. Am ersten Tag, ja, da war so ein Wind, heute können wir ja nicht rausfahren. Die sollten ja nicht gleich am ersten Tag einschießen, die wollten ja auch ein bisschen davon haben hier. Am nächsten Tag sind sie nochmal rausgefahren, ja, da waren gar keine, wo sie hingefahren sind. Und dann am dritten Tag, dann haben sie mit ziemlicher Sicherheit auch eingeschossen. Den Heuler werden sie einfrieren und dann ans Festland ins Labor schicken. Dort wird er dann auf spezielle Seehundkrankheiten untersucht. Ein Gebäude überragt alle anderen im Wattenmeer. Der neue Hallig-Supermarkt auf Hanswarft. Fast 3 Jahre Bauzeit. Mehr als 2 Millionen Euro hat das Projekt gekostet. Wir sind letztes Jahr zu Pfingsten 2019 umgezogen in den Neubau und haben jetzt, ja, ich würde fast sagen, die doppelte Größe an Verkaufsfläche. Es ist auf jeden Fall mehr Arbeit. Also die Wege sind weiter geworden. Wir sind ja auch nur zu zweit. Das Sortiment ist größer, also wir bekommen auch mehr Ware. Und ich würde auch sagen, dass um einiges mehr los ist. Der Laden, in dem Lars vor 5 Jahren anfing, steht jetzt zum Verkauf. Damals hatten seine Frau und er sich gerade getrennt. Die 3 Kinder leben seitdem bei ihrer Mutter auf dem Festland. Es ist nicht einfach. Auf dem Festland hatte ich sie alle 14 Tage regelmäßig. Wenn zwischendurch in der Woche mal was gewesen ist, habe ich mich mit denen getroffen. Und das ist natürlich jetzt alles ein bisschen schwieriger. Es ist um einiges einfacher geworden, viel entspannter und ruhiger. Die Kinder, die kommen, wie sie möchten, wann sie möchten. Keine Regelung, eine feste, sondern wirklich so, wie die Zeit und Lust haben, kommen die hier rüber. Ob einer, 2 oder auch alle 3, das machen wir ganz flexibel. Der Hallig-Kaufmann ist mittlerweile bekannt wie ein bunter Hund. Ja, ich werde schon ziemlich oft erkannt, nicht nur hier auf der Hallig, sogar auf dem Festland. Wenn Sie weiterfragen, dann gebe ich denen auch mal eine Autogrammkarte mit, die ich mir mal zum Spaß drucken lassen habe. Das ist so zustande gekommen, dass einige da waren, die wollten sich den Kassenbon unterschreiben lassen. Und daraufhin sind wir dann drauf gekommen, Mensch, drucken wir doch einfach mal Karten. Manchmal 10 Autogramme am Tag. Unterrichtsschluss auf Schulwarft. Vor dem Mittagessen noch einmal ordentlich durchpusten. Im Westen der Hallig. Manuelas Lieblingsort. Frei ist mir zumute. Der Geruch des Wattenmeers und die Geräusche sind hier gigantisch. Vögel, Wellen, das Rauschen. Und jedes Mal erfüllt mich so ein Gefühl von, wie kann man hier nicht leben wollen? Es ist richtig schön. Also ich fühle mich sehr wohl, wenn ich hier laufe. Und immer wenn ich hier spazieren gehe, das mache ich häufig, gerade wenn es ein bisschen stressig war oder ein bisschen mehr mal los, dann hier einmal eben entlang große Runde laufen und dann geht es mir wieder gut. Ne? Das andere auch noch? Heute gibt es Pfannkuchen, das Lieblingsessen ihrer jüngsten Tochter Ella. Die beiden Schwestern sind erwachsen, wohnen und arbeiten auf dem Festland. Es waren am Anfang halt viel weniger Leute. In der Schule waren auch nur 13 Kinder dann. Ja, und das ist halt ein Riesenunterschied. Und ja, hier lebt man ja mitten im Meer und das ist schon was Besonderes.
Ich habe hier eigentlich ganz schnell Freunde gefunden. Aber meine Freunde auf dem Festland komme ich auch zwischendurch mal besuchen. Ihr Haus auf Hans Warft haben Hafenmeister Thorsten und seine Frau Corinna gleich bei ihrer Ankunft vor 5 Jahren gekauft. Neu ist die kleine Wohnung im Anbau. Die wurde erst vor kurzem fertig. Ja, das ist unsere neue Ferienwohnung. Die haben wir komplett renoviert und jetzt neu eingerichtet. Und ich hoffe, dass jetzt auch ein paar Leute kommen. Fast 5 Jahre bauten sie an ihrer Ferienwohnung. Mit Hilfe von Hoger Freunden. Die Junkers haben das gemacht, was ihnen geraten wurde, als sie auf die Hallig kamen. Man muss seinen Weg machen. Man muss wirklich nach vorne gucken und sagen, ich mache mein Ding. Und was die anderen sagen oder denken, ist egal. Man hat die Leute besser kennengelernt. Und es ist kein Bullabü hier. Ne? Manche Leute kommen hierher und denken, das ist Bullabü und alles ist hier Friede, Freude, Eierkuchen. Und das ist es definitiv nicht. Und hier muss man halt darüber stehen, was andere Leute über einen sagen oder was andere Leute von einem denken. Und ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Also wenn wir das nicht hätten, wären wir wahrscheinlich schon geflohen. Wir haben schon viele Leute hier kommen und gehen sehen. Und wir bleiben. Immer noch. Werktags zwischen 10 und 12 Uhr Stationsdienst. Danach Bereitschaft. Guido schiebt heute zum ersten Mal ganz alleine Dienst. Ja, ist nach wie vor noch ungewohnt. Aber ich glaube, das ist ganz gut. Wir haben jetzt striktere Trennung und Thomas ist jetzt Chef. Das könnte mich ja dann auch entlasten. Ich habe dann weniger Verantwortung. Die Halligrunde hat er schon hinter sich. Und auch sonst ist es ruhig heute. Kein Patient weit und breit. Thomas ist heute Morgen mit Dirk unterwegs. Ab und zu nimmt der ehrenamtliche Sondengänger auch Freunde und Bekannte mit ins Watt. Das ist das erste Mal für mich. Also ich bin auch froh, dass Dirk mich jetzt mitnimmt, einfach um das mal zu erleben. Einfach von der Geschichte mehr zu kriegen und so. Das finde ich schon spannend. Also wir hatten ja ein bisschen, auch mal ein bisschen Wind jetzt so die letzten Wochen. Also wenn wir Glück haben, sind natürlich wieder mal ein paar Sachen freigespült worden. Das schauen wir uns jetzt mal an. Gut. Ja. Rein in die Mocke. Ja, in den Schlick. Alles, was Dirk im Watt findet, liefert er mit Fundortkoordinaten im Landesamt in Schleswig ab. 5 Jahre nach seiner Ankunft ist er Vertrauensmann der Archäologen. Ich bin zwar von Anfang an auch immer ins Watt gegangen, aber dass das dann diese Blüten dann irgendwann treibt, da hätte ich dann vor 5 Jahren natürlich nicht mit gerechnet. Damit er im Nationalpark Wattenmeer suchen darf, hat Dirk eine mehrtägige Einweisung an der Metallsonde bekommen. Nee. Ist schon runtergefallen. Irgendwo da drin, vielleicht. Ja, und das ist ein Knopf. Ja, guck mal, da siehst du noch, wo die Öse dran ist. Ja, genau, die ist natürlich abgerottet. Nach geschätzt 400 Jahren im Watt taucht der Knopf einer Tracht wieder auf. Schauen wir mal. Wenn ich das erzähle, das glaubt mir kein Schwein. Das glaubt mir kein Schwein. Hunderte Knöpfe, Schnallen oder Tonscherben hat Dirk schon im Watt gefunden. Heute entdeckt Thomas eine auffällige Scherbe in einem Priel. Du hast ein gutes Auge gehabt. Ich sehe es schon. Ja. Sieht aus wie ein Griff von einer Pfanne. Würde ich spontan schon mal so sagen. Oder von einem Topf. Ja, das ist ein Griff. Cool. 17. bis 18. Jahrhundert. So um den Dreh rum. Ist cool, einfach wie lange sowas überlebt. Im Wasser, Salz, Wind, alles ausgesetzt und trotz allem überlebt. Nicht in kleinen Sand zerbröselt. Schon faszinierend. Ja, untergegangen. Das heißt, das, was durch zahlreiche schwere Sturmfluten sind rund um Hoge im Laufe der Jahrhunderte viele Warften im Meer versunken. Mensch und Vieh ertrunken. Ich gehe nicht alleine. Also jetzt hier so ein Stückchen, das mache ich. Aber ich würde nicht alleine reingehen, traue ich mir noch nicht zu. Weil ich mich nicht zu stark aus, aber kenne ich mich noch nicht genug aus.
Und deshalb bleibe ich halt nur in dem Bereich, wo ich auch schnell wieder an Land bin. Auch das gehört zu Dirks ehrenamtlichen Aufgaben als Vertrauensmann. Aufpassen, dass im Weltnaturerbe, in der größten zusammenhängenden Wattlandschaft der Welt, keiner gräbt, der hier nichts zu suchen hat. Also Sie dürfen gerne rumlaufen, aber aufheben und mitnehmen. Nein, das Gebiet hier ist Grabungsschutzgebiet. Also das komplette Wattenmeer, Schleswig-Holstein, von Sylt, oben dänische Grenze, bis runter Eiderstedt, ist das Sammeln leider nicht erlaubt. Okay, gut. Das wusste ich nicht. Nein, kein Problem. Nur wenige Stunden im Watt, aber Krankenpfleger Thomas hat eine Menge gelernt. Man möchte natürlich um seine Umgebung einfach auch mehr wissen. Und habe schon gefragt, ob er mich nochmal mitnimmt. Und ich finde es spannend, macht Spaß, macht wirklich Spaß. Seit mehr als 5 Jahren ist Thorsten nun schon der Hafenmeister von Hoge. Er hat inzwischen tausende Fähren und Passagierdampfer kommen und gehen sehen. Von Anfang an lag ihm der Umgang mit den Gästen besonders am Herzen. Für mich persönlich finde ich sehr wichtig. Also freundliche Begrüßung, das ist mal das eine, und Verabschiedung genauso. Dieses wirklich Gäste begrüßen und Gäste wieder verabschieden, ich glaube, das war neu. Und wenn es irgendwie geht, machen wir das ja auch immer noch. Ob am Anleger oder im Hafenmeisterbüro. Thorsten wird oft gefragt, wie das so war damals. Das Auswandern nach Hoge. Ja, das war so eine kleine Studentengruppe, junge Damen, die haben den ersten Film gesehen, gemeinschaftlich, und sind dann gemeinsam, ich weiß nicht, 5 oder 6 waren das, auf die Hallig gekommen, um das live zu sehen und auch die Leute, die in dem Film vorkommen, dann eben mal live kennenzulernen. War schon total süß. Pflegeeinsatz auf Ockenswarft. Jetzt sind sie doch wieder im Doppelpack unterwegs. Moin! Noch ganz viele leckere Tabletten haben wir mitgebracht für die nächste Woche, damit du uns nicht verhungerst. Und ein Beratungsgespräch. So, ihre Patientin, die 83-jährige Karin, liebt es, wenn Guido und Thomas sich gemeinsam um sie kümmern. Wir haben ja nicht diesen Minutentakt. Also wenn ich jetzt in den Städten die Pflegedienste für Medikamentengabe 3 Minuten. Dann gehen die da rein, stellen die Medikamente hin und gehen wieder. Dann sind die 3 Minuten um. Und hier kann man noch schön, manchmal trinken wir einen Kaffee zusammen oder was. Das ist einfach das Angenehme. Also wir haben eine ganz viel engere Bindung. Ne? Das ist schön. Die sind prima, sind die. Ja, wir mögen die. Karin ist ja auch unsere Nachbarin und da gehört alles zusammen. Man wohnt auf einer Warft, man ist eng zusammen und man kennt sich dann auch. Ne? Das ist noch wieder was anderes. Man hat immer gleich mehrere Funktionen. Und man würde einfach auch, wenn jetzt irgendwas sein sollte, auch so rübergehen, ohne eine Verordnung oder was. Ja. Also man wird auf jeden Fall immer helfen. Ja? Also das ist halt anders als in den Städten, weil es einfach enger und persönlicher ist. Ja. Ganz im Westen der Hallig, wo Seeschwalben, Möwen und Austernfischer ungestört brüten, ist er immer noch zu Hause. Der ehemalige Bürgermeister Matthias Piepgras. 12 Jahre hat er die Geschicke der Hallig geleitet. Vor 3 Jahren ist er aus der Politik ausgestiegen. Er hat mit seinem Konzept viele Neubürger nach Hoge geholt. Wir haben Krankenpfleger, wir haben Leute für die Gemeinde dazu gewonnen. Und sie sind hier angekommen, sie sind hier aktiv. Und für mich hat es funktioniert. Seit 2 Jahren lenkt nun schon eine Frau die Geschicke der Hallig. Mehrmals im Monat trifft sie sich im Neubau auf Hanswarft mit einer kleinen Gruppe von Hogern. Katja Just, die neue Bürgermeisterin. Es geht um das Problem, alt werden auf der Hallig, ohne Tagespflege, Altenheim oder Haushaltshilfe. Es gibt wenig bestehende Strukturen, wo man als alter Mensch hingehen kann. Ja, und ich glaube schon, dass es für die Leute auch recht wichtig wäre, einfach so eine... Ja, sowas Organisiertes zu haben, wo man immer wieder darauf zurückgreifen kann. Das heißt nicht, dass die Menschen hier leben müssen,
aber dass die Leute vom Festland auf die Hallig kommen. Sich für die Hallig-Gemeinschaft engagieren, das ist Guido und Thomas wichtig. Erste Ideen liegen auf dem Tisch. Wir nennen es Hallig-Kümmerer, Hallig-Kümmerin und die würde das koordinieren und die Leute generationsübergreifend zusammenbringen und dann eben gucken, hier kann ich einen Einkaufsservice organisieren, hier kann ich eine Pflegekraft hier rüberholen oder einen Workshop anbieten. Diese Person bräuchten wir. Heute Abend steht etwas ganz Besonderes auf dem Programm. Ein Ausflug mit Kapitän Bernd Dietrichsen und seiner Frau Maike. Ich will nicht sagen, dass es vor 5 Jahren undenkbar gewesen wäre. Aber im Laufe der Zeit haben sich natürlich auch Freundschaften entwickelt, Bekanntschaften entwickelt. Und wie gesagt, ganz krass, vor 5 Jahren wären wir wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, mit Bernd, mit der Hauke Hein darüber zu fahren. Und er wäre vielleicht auch nie auf die Idee gekommen, zu sagen, hey komm, habt ihr nicht Lust? Und das ist ja auch ein Stück Ankommen oder integriert sein in diese alten, ja, Nordfriesen, die Sturköpfe, ne? Vor 5 Jahren war Bernd noch nicht so begeistert von dem neuen Hafenmeister. Weil die Schiffe sprechen sich untereinander ab, wann sie rangehen und wann sie wieder ablegen. Da braucht man keinen Hafenmeister für. Und wir haben uns erst ein bisschen gekappelt, was schnell bei mir geht, weil ich sage ja das, was ich denke, das ist immer so. Aber der hat sich echt gut gemacht, muss ich sagen. Der ist gut eingeschliffen, ist ein feiner Kerl eigentlich. Aber das sieht man ja nicht gleich zu Anfang, da muss man sich ein bisschen beschnuppern. Und ich glaube, nun kommen wir ganz gut miteinander klar. Heute sage ich nach 5 Jahren, wir sind froh, dass wir ihn auf Hoge als Hafenmeister haben. So, geht weiter, wir werden drüben erwartet. Etwa eine halbe Stunde dauert die Überfahrt von Hoge nach Langenes. Unter Deck, ran an die kalten Platten. Die Leckereien haben die Hoger Freunde mitgebracht. Es geht zum legendären Halunkenabend auf Ketelswarft. Dort treffen sich bei gutem Wetter die Einheimischen zu einem Gesangsabend. Erst mit dem nächsten Hochwasser geht's retour. Jetzt mit Frerk und seinem Halligbus ab zur Party. So, Ketelswarft, ne? Ja. In Zeiten von Corona natürlich alles im Freien. Halunkenabend bei Virginia auf Ketelswarft. Wenn der stattfindet, spricht sich das schnell herum unter den Einheimischen. Denn hier spielt die Wirtin Schifferklavier, begleitet von Bruno und seiner Teufelsgeige. Ein Eigenbau aus Handstock, Gurkenfass und Kuhglocke. Am frühen Morgen. Hallig-Hoge, Höhe Westerwarft. Wir gehen jetzt rüber hier zum Japsand. Das ist unsere vorgelagerte Sandbank. Unterwegs haben wir noch was Besonderes vor. Da wollen wir nämlich ein Fahrwerk von einem alten Zweiten Weltkriegsbomber, ein Seil dran binden, den wollen wir nämlich bergen. Ja. 20 Minuten, in 20 Minuten drüben sein. Ja, genau. Hallo, wir sind doch mit Menschen losgegangen. Wo sind Sie denn? Auf der To-Do-List stand ja Krabbenpoolen, das ist schon das dritte Mal passiert. Und jetzt einmal eine richtige Wattwanderung. Ich freue mich und die Neuen sind ja auch Experten. Also da bin ich sehr gespannt und Dirk weiß eine Menge darüber. Und ich fühle mich da auch sehr sicher, mit den beiden mitzugehen. So. Mit dabei noch 2 Gäste aus Corinnas neuer Ferienwohnung. Zum ersten Mal geht's für Manuela so weit hinaus ins Watt. Ein bisschen Herzklopfen, weil die Strömung ziemlich stark ist. Aber er läuft da so zuversichtlich durch. Hinterher, das geht schon. Auf halber Strecke zum Japsand liegt das Fahrwerk eines im Zweiten Weltkrieg über Hoge abgeschossenen amerikanischen Bombers. Das ist aber auch ganz schön grün geworden. Wir machen jetzt die Boje dran, Seile. Und dann wollen wir mit dem Seeadler herfahren und versuchen, das dann rauszuziehen und dann an Land bringen. Der Werner Beuens, der alte Seehundjäger, der hat mich gebeten, mal zu fragen, ob das machbar ist. Weil er möchte es ganz gerne auch sauber machen, ein bisschen herrichten und dann auch einen Platz auf Hoge suchen. Weil es ist ja dann auch schon doch ein Teil der Geschichte von Hoge.
fachmännischer Stümperknoten. So, jetzt kann das schön aufschwimmen und dann hoffen wir. Den hast du. Ja. Ja. Dann machen wir das. Beim nächsten Hochwasser wollen sie das Fahrwerk mit Hilfe von Captain Heini und seiner Seeadler aus dem Watt ziehen. Manuela möchte die Geschichte der im Watt versunkenen Warften im Unterricht behandeln. Eine Möglichkeit ist noch ein Interview zu führen mit Dirk. Die Kinder sollen das vorbereiten und ihn dann interviewen bezüglich dieser untergegangenen Welten. Heimatkunde zum Anfassen. Ein alter Brunnen taucht auf. Vor fast 700 Jahren aus Kleisoden geformt. Also da kann man auch noch mal jetzt ungefähr so die Dimensionen tatsächlich erkennen. Wenn ich überlege, dass das der Außenrand hier ist, das ist der Innenrand da vorne. Der hat schon eine ordentlichen Durchmesser gehabt. Mhm. Uralte Spuren einer im Meer versunkenen Welt. Eine Mischung aus Faszination, die Geschichte zu sehen, und aber auch mit Unwohlsein, sprich wie vergänglich auch eigentlich alles ist, gerade hier oben. Weiter Richtung Japsand. Auf der Sandbank haben Dirk und Thorsten vor ein paar Jahren die Reste eines uralten Schiffes gefunden. Also man hat eine dendrochronologische Untersuchung des Holzes vorgenommen und konnte dadurch feststellen, dass das Holz, also die ältesten Holzteile, um 1609 rum geschlagen worden sind. Dieses ist erst der zweite Fund eines solchen Schiffstyps überhaupt im Wattenmeer. Bislang wurden die sogenannten Halbkrawele nur in Skandinavien ausgegraben. Aus Kostengründen wird das Wrack nicht gehoben. Der Nationalpark Wattenmeer, eine Schatztruhe. Das ist schön. Also es ist die Freiheit. Wenn man jemand fragt, warum willst du auf der Hallig leben, dann bedarf es keiner Antwort. Man muss nur einmal schauen. Das Wasser kommt. Jetzt schnell zurück nach Hoge. Am Anleger wartet Kaufmann Lars. Jeden Donnerstag kommt neue Ware mit der Fähre. Ein ganzer Laster voll. Den muss er gleich zum Laden hochfahren. Dort wartet sein Mitarbeiter Luca. Der wollte nur ein paar Wochen im Hallig-Supermarkt aushelfen. Es waren geplant mal 6 Wochen zu Anfang. Aber ich wurde relativ gut aufgenommen zu Anfang, wurde mitgenommen zu Thorsten und Corinna. Und ja, glaube ich, die Leute sind auch zufrieden mit mir. Ansonsten wäre ich auch nicht mehr hier. Und das Wichtigste ist, mir gefällt's. Jetzt ist er schon seit 2 Jahren hier. Seit ein paar Wochen werden die Straßen auf Hoge ausgebessert. Oh, was macht Lars da? Der LKW, der ist verdammt schräg. Der hat sich festgefahren, der ist ausgestiegen. Ich glaube, der kommt da nicht raus. Mit Hilfe eines Bauarbeiters bekommt Lars den LKW dann doch schnell wieder flott. Mit einer halben Stunde Verspätung rollt der Laster heute auf die Warft. Wie gut, dass der Laden am Liefertag nachmittags immer bis 15 Uhr dicht hat. Ja, seht ihr nicht meinen Schweiß auf der Stirn? Ich hatte selber Angst. Also es ist rutschig. Ich hatte echt gedacht, ich rutsche mit dem ganzen Ding in den Graben. Aber er hat mich geführt mit dem Bagger und mir die Straße, naja, Straße kann man es nicht nennen, diesen Schotterhaufen so ein bisschen hart gemacht. Die Fähre hat auch viele Tagesgäste mitgebracht. Alles potenzielle Käufer für Lars. Also normalerweise ist der LKW auch rabbelvoll. Aber jetzt durch Corona ist natürlich ein bisschen weniger los hier auf der Hallig. Das kann der Laden verkraften. Denn viele Hoger kaufen jetzt nicht mehr wie früher in Husum oder Dagebüll. Das Sortiment des Hallig-Supermarktes hat Festlandniveau. Total bin ich stolz, weil ich anfangs ja auch nicht wusste, wie es währt. Und mittlerweile habe ich aber gemerkt, mir gefällt es hier. Ich fühle mich wohl, ich fühle mich gut aufgenommen. Von daher war es damals auch eine richtige Entscheidung. Und ich bin echt stolz, dass ich hier geblieben bin und auch hier bleiben möchte. Nebenan ist Thomas auf Pflegestation. Obwohl heute eigentlich Guido Dienst hätte. Hi. Hallo. Freu mich. Ich mich nicht. Nein, glaube ich dir. Ich werde mich bemühen, dir nicht weh zu tun. Ja. Okay. Du kennst das Prozedere. Ja. Dich einfach bitte hinlegen, wie immer.
Jan ist eine Art Privatpatient von Thomas, denn er lässt sich nur von ihm seine Dornwarzen behandeln. Ein Arzt kommt alle zwei Wochen vom Festland auf die Hallig. Das ist natürlich schon schön, dass wir das eben vor Ort machen können. Man lernt sich dadurch einfach, ich glaube, das baut auch ein bisschen Vertrauen auf. Oder Jan? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So. Obwohl Jan Angst vor der Behandlung hat, kommt er regelmäßig zu Thomas. Ganz toll. Wirklich toll. Und tolle Jungs. Ich weiß es nicht. Ich finde sie alles klasse. Also, seitdem sie hier sind, schon vom ersten Tag. Ne, Thomas? Ja, ich kann das schlecht beurteilen. Doch, also ich muss nicht sagen. Ich kann halt nur sagen, dass ihr uns wirklich gut aufgenommen habt. Ne? Ja. Er hat mich ja schon öfter mal behandelt. Und, also wir hatten immer viel Spaß dabei. Und so habe ich Vertrauen zu ihm gekriegt. Also, das, ne? Er hört auf, wenn ich aufhören sage. Ne? Jetzt wird's kalt, ja? Ja. Du darfst aufstehen. Nach ein paar Minuten ist alles vorbei. Für heute. Dann wünsche ich dir einen schönen Feierabend, ne? Ja, und ich danke dir. Tschüss. Bis Dienstag, ne? Nach der Arbeit. Nach der Arbeit. Okay. Rufst du durch, ne? Tschüss. Ciao. Die Seeadler ist unterwegs zum Bomberfahrwerk. Das wollen der alte und der neue Seehundjäger jetzt an Land ziehen. Die Boje, die Thorsten am Fahrwerk festgemacht hat, weist den Weg. 3 Meter darunter liegt das Flugzeugteil. Also, ja. 76 Jahre lag er da. Ja, kommt er? Mit 360 PS. Ganz langsam zieht die Seeadler das Fahrwerk gen Hoge. Ja, die Leine hält. Das ist ja nicht das ganze Flugzeug. Das ist ja nur das Fahrgestell. Erst in ein paar Stunden können sie das Fahrwerk endgültig bergen. Das Wasser muss noch weiter ablaufen. An der Hoger Schleuse ist erstmal Endstation. Also er will jetzt hier vorne ranfahren, dann machen wir da fest erstmal die Seeadler. Wenn nach heute Abend Niedrigwasser ist, dann ziehen wir es mit dem Radlader dann weiter hoch. Okay. Auf Schulwarft wird die neue Idee von Manuela, die Tauschbücherei, gut angenommen. Immer wieder kommen Gäste oder Einheimische extra deshalb auf die Warft. Es sitzen manchmal Familien hier mit kleinen Kindern. Wir haben hier eine kleine Kiste. Da sind auch Kinderbücher drin zum Vorlesen, zum Durchblättern. Das ist halt auch für alle, was dabei ist. Und die sitzen hier auf der Warfkante und lesen vor oder spielen dabei. Es kommen viel ältere Herrschaften, die sitzen dann hier auf den Stühlen und auf da vorne auf meinen Gartenstühlchen und schmökern in der Abendsonne hier und genießen es sehr. Und manchmal, einmal habe ich die Tür aufgemacht, dann lag ein ganzer Stapel Bücher, um sie wieder einzusortieren. Das war dann eine anonyme Spende. Und so läuft das unheimlich gut hier. Diese Idee dieser Tauschbox war wirklich ein Pilotprojekt hier auf der Hallig mit richtig gutem Erfolg und wird so auch weitergeführt. Für die neue Tauschbox hat Manuela die alte Schulbücherei schon fast leer geräumt. Jetzt hofft sie auf weitere Buchspenden. Gestern sind die letzten Kartons mit den Einzelteilen ihres neuen Strandkorbes auf Hoge angekommen. Ja, das ist das Unterteil. Das ist schon mal fertig. Im Strandkorb, windgeschützt, nachts in die Sterne schauen. Manuelas pädagogischen Ziele sind in greifbarer Nähe. Das grobe Ziel war ja erstmal auch überhaupt eine Klassengemeinschaft wieder zu gewinnen und auch ein Arbeitsverhalten wieder zu entwickeln, mit dem die Kinder vorankommen. Und wir haben Lücken gefüllt, wir haben einen Lernstand erreicht, der wieder angemessen ist. Und was für mich immer ganz wichtig war, bleibt und ist, ist die Kontinuität jetzt. Das war für die Kinder ja das, was sie auch so, ich sage jetzt ganz dramatisch, traumatisiert hat, dass halt kein Verlass mehr war. Und das ist wieder da. Also sie wissen, was auf sie zukommt, sie kommen gerne und wissen auch, wann die Schule zu Ende ist. Und es ist regelmäßig und das hat viel ausgemacht. Wenn Werner keine Zeit hat, fährt Thorsten alleine los. Der neue Seehundjäger von Hoge. Also es hat mich eben gerade ein Gast angerufen, dass sie hier am Deich an der Badestelle einen kleinen Seehund gefunden hat.
Während der Heulerzeit von Anfang Mai bis Ende Juni werden Thorsten und Werner bis zu 10-mal zu solchen Einsätzen gerufen. Okay, und ihr habt ihn gefunden? Ja. Sehr schön. Erstmal vielen Dank, dass ihr gleich angerufen habt. Und was super ist, ein bisschen fernhalten von dem Tier, ne? Weil das sind ja sehr... Ich habe ihn schon gesehen, der liegt hier unten gleich am Deich, ne? Thorsten wird den Heuler nun voruntersuchen. 4 Jahre hat es gedauert, bis er zum Seehundjäger ernannt wurde. 3.000 Euro hat ihn der Jagdschein gekostet. 3 Wochen Praktikum in einer Seehundstation waren Pflicht. Also man sieht, dass er hier eventuell eine kleine Verletzung hat, ne, am Hals. Ansonsten scheint er aber erstmal auf den ersten Blick ganz fit zu sein. Ja. Augen, also die Augen kann man sich anschauen, ob sie klar sind. Ne, ob er dann vielleicht eine leichte Augenverletzung hat, das hat er nicht. Ja. Die Flossen, das ist auch okay. Ne. Alles gut. Ne. Ja. Der Heuler muss schnell in die Seehundstation nach Friedrichskoog. Wegen des ablaufenden Wassers wird die Mutter nicht mehr zum Füttern kommen können. Und das Jungtier ist, nach Thorstens erster Einschätzung, stark untergewichtig. Thorsten Junker, Seehundjäger Hallig-Hooge, moin. Ich habe ein kleines Tier für euch, ein Heuler. Und ich könnte ihn um 13.25 auf die Adler Express setzen. Dann ist er 13.25 ab Hooge. Dann ist er um 14.30 etwa in Nordstrand. Der Kleine hat gute Überlebenschancen. Er hat 2 leichte Verletzungen. Einmal vorne am Hals und einmal hinten zwischen den Flossen. Geht jetzt dann in die Auffangstation und wird da untersucht. Danke nochmal. Tschüss. Ebenso. Wenn der Heuler schnell wieder zunimmt, kann er vielleicht schon in wenigen Wochen wieder ausgewildert werden. Nachmittags ist die Pflegestation geschlossen. Trotzdem ist Thomas auf Hanswarft. Er arbeitet heute direkt gegenüber. Vor 3 Tagen hat er in Bärbels kleinem Souvenirladen als Verkäufer angeheuert. Thomas vertritt sie nun an ihrem freien Tag. Hier, die beiden Fische habe ich gedacht, hier so für meinen Pfannenhelfer. Genau. Oder die können auch noch gut gehen. Setz dich ein bisschen ab durch das Rot. Fände ich sogar noch schöner. Ja, ich glaube, die nehme ich. In Absprache mit der Gemeinde verkauft Thomas nun, einmal in der Woche, Souvenirs an Touristen. Das sieht aber sehr schön aus. Es macht Spaß, es macht einfach auch Spaß. Also dabei geht es mir, muss ich jetzt echt sagen, gar nicht um die Knete, die ich hier verdiene. Es macht einfach Spaß, man ist in Kontakt mit Leuten und es ist eine schöne Abwechslung. Ich sitze nicht auf der Ockenswerf. Man ist jetzt den ganzen Tag hier unter Leuten, man hat den ganzen Tag Gesprächsstoff und man hat sich zu Hause wieder zu erzählen. Außerdem ist er vom Fach. Ich hatte ja lange selber ein Antiquitätengeschäft. 5 Jahre lang hatte ich den Laden, aber kannst du nicht von leben. Und dann halt neben einem Hauptberuf noch, immer nebenbei noch 3-mal die Woche den Laden öffnen, war schon hart. Aber hat Spaß gemacht. Und deshalb kam das ja echt hier super gelegen. Ja, kann ich wieder verkaufen. Guido widmet sich, während der Bereitschaft auf Ockenswarft, nebenbei seinem neuen Hobby, der Vogelkunde. Er hat die Leidenschaft fürs Federvieh auf Hooge wiederentdeckt. Das ist eigentlich passiert, als ich in Afrika war. Da habe ich eine total skurrile, verquere Amerikanerin gesehen. Und die hat mich so sehr beeindruckt, dass ich das auch machen wollte. Seitdem will ich Ornithologe werden. Einen Vogel, den Austernfischer, kann er schon nicht mehr sehen. Ach, und die sind ja vor allen Dingen auch ganzjährig und immer. Und das ist dann so unspektakulär. Gibt so viele von und die kennt jeder. Doch fast täglich lernt Guido jetzt ein paar neue, typische Hallig-Vögel kennen. Endlich Ebbe, auch an der Hooger Schleuse. Bis hierhin haben sie das Fahrwerk des abgeschossenen amerikanischen Bombers heute Vormittag geschleppt.
Jetzt können sie es bergen. Doch mit Muskelkraft ist diesem Splitter der Geschichte nicht beizukommen. Der Bergungstrupp bittet deshalb einen Straßenbauer um Hilfe. Wenn der schon mal auf Hoge ist. Wie soll man kommen? Werners Freund, Schleusenmeister Harry, hat noch miterlebt, wie der amerikanische Bomber Pfingstmontag 1944 über Hoge abgestürzt ist. Der Pilot starb. Es war ein schönes Wetter und sonntags. Und meine Schwester wurde geboren, gerade an dem Tag. Und mein Bruder war hier draußen am Fischen, hier ein Stück raus. Das weiß ich noch ganz genau. Er war ja schon Richtung Amrum geflogen und ist er wieder beigedreht. Und dabei ist dann ein Rad verloren gegangen. Und der ist da dann westlich von Hoge ins Watt gefahren. Jetzt, 76 Jahre nach dem Absturz, kommt dieses Fahrwerk langsam wieder ans Tageslicht. Nach so vielen Jahren, also bin ich gespannt, wie das nun aussieht. Konntest du gerade sehen. Ja. Als ob das gestern gewesen wäre, ne? Vorsicht, Werner. Werners lange gehegter Plan, aus dem Fahrwerk ein Denkmal zu machen, erfüllt sich. Ja, ich finde das ideal und ist nicht zu groß und nicht zu klein. Und wir wollen das irgendwie so an der Schleuse hin haben, hier am Hallighafen, wo ein bisschen Publikum ist. Ne? Ja. Und dann ein kleines Schild dran, gegen den Krieg. Ne? Wo das passiert ist. Wo das passiert ist und nie wieder Krieg, vielleicht als Überschrift. Und dann die Daten von dem Flugzeug vielleicht so hochstellen. Und dann ein Stück Hallig-Geschichte. Das haben die neuen und die alten Hoger gemeinsam an Land gezogen. Da denkt Harry sich schon was aus. Neubürger können alles. Weißt du, die Erfahrung und die dummen Ideen und dann passt das schon. Ja, da ist Dank. Gleich kommen ihre Kinder von der Fähre. Nick, der Älteste der Junkers. Er ist im Internat in Dänemark. Und Lasse, der Lütte von Lars. Er kommt von seiner Mutter. Das ist immer wieder schön. Ich habe Lasse jetzt, ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal hier war, vor 3-4 Wochen das letzte Mal gesehen. Und es ist einfach toll, wenn er jetzt wiederkommt und sich freut. Ich freue mich. Schön. Wir freuen uns auch, ne? Hm. Auf Lasse oder Nick? Mehr auf Lasse. Ach, das, da kommt das Ding. Da kommt das Ding. Ich glaube, der muss auch mal zum Friseur. Hallo. Na? Alles gut, mein Chef? Seine beiden Großen kommen nur noch selten nach Hoge. Lasse schon, denn sein bester Kumpel Finn ist Hoger. Ja, so macht man das. Ja, boom. Ja, weißt du, das ist eine Männermütze. Wie machen das Männer? Feierabendstimmung auch auf Ockenswarft. Auf seine Stockrosen ist Hobbygärtner Thomas besonders stolz. Fast schon Tradition ist mittlerweile das Käffchen mit Nachbarin Katja. Ja, ja, die Bürgermeisterin zog selbst vor 20 Jahren von München auf die Hallig. Ich habe das Gefühl, die beiden sind so richtig angekommen. Also nicht nur wirklich auf der Ockenswarft, sondern auch auf der Hallig. Das war überhaupt nicht nötig, dass sie so eine Einarbeitungszeit brauchten oder so eine Einlebezeit, sondern die sind hier angekommen und waren da. Das ist wirklich das Beste, was einer Bürgermeisterin passieren kann und natürlich auch den Bürgern passieren kann, obwohl die das manchmal erst ein bisschen später mitbekommen oder selbst erfahren. Menschen, die hier hinkommen und offen sind und sagen, mal gucken, was so alles auf mich zukommt und dann aber auch sofort feststellen, ja, das ist meins und sich damit so beschäftigen und auseinandersetzen und im besten Fall auch identifizieren. Und das Gefühl habe ich bei den beiden schon. Ja.
Wir haben gedacht, dass es dass dann deutlich mehr eine Distanz und eine Mauer wäre. Also man hatte so einige Leute, das waren wenige, die haben erstmal so rankommen lassen, also das dauerte, aber in einem Vierteljahr, nach einem Vierteljahr war eigentlich komplett bei allen das Eis gebrochen. Ich glaube, ich bin intensiver angekommen als Guido. Das liegt an der Persönlichkeit. Ja. Ich glaube, wir sind für unterschiedlich von der Persönlichkeit. Bei Thomas ist es wirklich so, den kann man wohin setzen, dann ist gut. Da ist er zu Hause. Das geht recht schnell. Und ich habe halt mit Neuerungen immer Schwierigkeiten. Mindestens bis zur Rente wollen Guido und Thomas auf der Hallig bleiben. Vielleicht auch länger. Oder sogar für immer. Im Garten der Familie Junker wird gegrillt. Es ist warm. Mitten im Meer, Planschen im Pool. Genau das Richtige für Lasse und Finn. Man hat überall Wasser außen rum. Man hat einen sehr schönen Sonnenuntergang, wenn man denn. Und man hat auch sehr viel Ruhe. Ja. Also wenn man zum Beispiel hier ist und einfach auf im Ring liegt oder so im Wasser und einfach nur die Ruhe genießt. Ja. Das ist schon was Schönes. Solche Abende sind selten im Wattenmeer. Absolute Windstille und wohlige Temperaturen bis weit nach Mitternacht. Wie immer stehen Dirk und Thorsten am Grill. Sie sind auf Hoge auch zu Hobbyköchen geworden. Auch der Mann, der vor 5 Jahren ihren Umzug auf die Hallig möglich gemacht hat, sitzt in der Runde. Bürgermeister ist Matthias nicht mehr, aber ein guter Freund geworden. Mit seinen Ideen hat er viele junge Menschen nach Hoge geholt. Jetzt sind sogar deren Kinder schon befreundet. Ich kriege jetzt meine Gänsehaut. Aber das ist einfach ganz schön, wie sich das entwickelt hat. Was ich besonders schön fand, aber auch schwierig, sage ich jetzt einfach mal so, dieses Harmonieren auf der einen Seite und dass andere das nicht sehen können, dass klar ist, dass dass das Integrieren manchmal ein bisschen schwierig schon ist. Weil so junge Leute wie hier zusammenzubringen mit 80-Jährigen, das ist ja auch nicht in der Stadt nicht so. Sondern das ist doch, mich freut, wenn die hier einfach so sind, dann auch einfach so zusammen sind, sich wohlfühlen und sagen, jo, das war die richtige Entscheidung. Oh, ausgerechnet, dann macht ihr es, wenn ich nicht da. Manuela hat schnell reingefunden in die Hoger Gemeinschaft. Durch ihre offene Art und ihre engagierte Arbeit an der Hallig-Schule. Aber da müssen wir, glaube ich, ein bisschen mehr gemüht. Also es ist ein tolles Gefühl, jetzt auch damit in die Runde zu kommen. Ist sowieso immer schön, wenn man mit Menschen zusammensitzt. Und hier ist es ein sehr vertrautes Gefühl. Man kennt sich, also ich kenne ja die meisten durch die Arbeit, aber auch durch das Leben nach der Arbeit. Und man ist angekommen, man ist zu Hause. Und das ist ein tolles Gefühl.